Hallo, ich bin Charlotte Buick, die Leiterin der Vorentwicklung wissenschaftlicher Missionen bei OHB. Was wollen wir erreichen, wenn wir das Sonnensystem erforschen? Also es geht uns vor allem um zwei Aspekte. Es geht einmal zu verstehen, was ist der Ursprung des Sonnensystems? Also wie sind die Planeten entstanden? Woher kommen die Asteroidengürtel? Da gibt es Missionen wie zum Beispiel Envision. Eine Venus-Mission, wo wir in der Vorentwicklung beteiligt sind. Envision ist ein Radarorbiter für die Venus und soll besser verstehen die Geologie dieses Planeten. Und das kann uns dann auch helfen, die Erde besser zu verstehen. Der andere wichtige Aspekt ist die Suche nach Leben im Universum. Bisher ist es ja so, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass es auf anderen Planeten Leben gibt. Die Frage, sind wir allein im Universum, treibt, denke ich, viele Leute um. Es gibt gute Gründe, warum man davon ausgehen kann, dass wir vielleicht Leben finden können, auch in unserem Sonnensystem. Orte, wo wir danach suchen können, sind zum Beispiel die Atmosphäre der Venus. Venus selbst ist ja ein sehr lebensfeindlicher Planet. Die Oberflächentemperatur 400 Grad Celsius, säurehaltige Atmosphäre. Aber es gibt Schichten in der Atmosphäre, da ist der Druck ähnlich wie auf der Erde. Und wir haben Temperaturen, die auch sehr erdähnlich sind. Man stellt sich vor, dass hier Bakterien leben könnten, die sich in Wassertröpfchen am Leben halten. Eine andere Mission ist ExoMars, eine Mars-Mission, bei der OHB involviert ist. Wir stellen das Carrier-Modul. ExoMars soll einen Rover, also ein planetares Vehikel, auf den Mars bringen, der mit einem 2 Meter tiefen Bohrer bestückt ist. Mit diesem Bohrer wollen wir Proben von unter der Oberfläche entnehmen und mit dem Labor, was direkt auf dem Rover ist, analysieren. Wir erhoffen uns, dass 2 Meter unter der Oberfläche die Strahlung nicht so hoch ist, dass dort möglicherweise Spuren des Lebens gefunden werden können. Sollte es uns tatsächlich gelingen, Leben auf einem anderen Planeten zu finden, dann wollen wir natürlich wissen, wie sieht das aus? Ist es unserem ähnlich? Ist es ganz anders? Haben wir vielleicht denselben Ursprung? Das sind alles Fragen, die können wir nur beantworten, wenn wir aktiv nach Leben suchen.